ich bin Ramona und das ist der MicroQuick. Der MicroQuick ist der Schnellkochtopf von Tupperware. Ein absolut sicheres und praktisches Produkt für die Mikrowelle, denn in ihm zauberst du all deine Gerichte in maximal 30 Minuten. Gerichte, die eigentlich viel Garzeit benötigen, werden im MicroQuick in wesentlich kürzerer Zeit gegart. Durch den Druck, der sich aufbaut, werden deine Gerichte schneller gegart und alles wird besonders schön zubereitet. Die Anwendung ist total leicht. Einfach Zutaten rein, Deckel zu, ab in die Mikrowelle, Stehzeit abwarten und alles ist fertig. Wie bei dem indischen Hühnchen, das ich dir oben rechts verlinkt habe. Dieser Schnellkochtopf ist sicher, einfach und schnell und wie du ihn bedienst, das zeige ich dir jetzt. Der MicroQuick besteht aus einem Behälter mit 2 Liter maximaler Füllmenge, dem Dichtungsring aus Silikon, einem Deckel mit Sicherheitsriegel mit Pin, dem Druckregelventil, dem Druckindikatorventil und dem Druckindikator. Und nun Wichtiges zum Kochen im Schnellkochtopf. Schneide Fleisch und Gemüse für ein schnelles und gleichmäßiges Ergebnis in circa gleich große Stücke. Achte darauf, dass du immer ausreichend Flüssigkeit für dein Rezept in dem Behälter hast. Dazu sind hier Markierungen für die minimale und maximale Füllhöhe. Als Faustregel gilt 150 ml pro 10 Minuten Kochzeit, aber niemals weniger als 400 ml Flüssigkeit. Die genauen Angaben dazu findest du in der Gartabelle im Produktbeilager. Füge kein zusätzliches Öl dazu, da sich Öl zu stark erhitzt. Bei Lebensmitteln, die beim Kochen aufquellen, wie Reis oder Hülsenfrüchte, füllst du den Behälter nur bis zur Hälfte. Ein gutes Beispiel dafür ist Milchreis. Das Rezept dazu habe ich dir oben rechts im Bild verlinkt. So, das waren die wichtigsten Informationen zum MicroQuick. Wenn du dich für diesen Schnellkochtopf entscheidest, dann empfehle ich dir dazu das Rezeptheft mit Druckgegart mit weiteren tollen Rezepten. Am besten gönnst du dir deinen Schnellkochtopf auf deiner Tupper-Party. Wenn du ihn allerdings ohne Party haben möchtest, findest du ihn in meinem Online-Shop und den Link dazu habe ich dir hier unten in die Infobox geschrieben.